Mein Name ist Sally Rowe. Ich bin forensische Psychologin. Ich wurde gebeten, herauszufinden, was passiert ist. Nigel ist tot. Ich bin des Mordes angeklagt und woran ich glaube, ist doch nicht wichtig. Hatten Sie jemals das Gefühl, dass da jemand in Ihrem Kopf ist, Ihren Gedanken lauscht? Nigel Colby ist ein brillanter junger Mann. Betrachte seine Gesellschaft als Gewinn. Wie ist er denn so? Seltsam. Wir sind auserwählt. Wofür sind wir auserwählt, Nigel? Weißt du, was das ist? Das ist ein Peak. Ein Arbeitsgerät fürs Töten. Er war von allem, was tot war, auf eine morbide Art und Weise fasziniert. Der Kerl ist ein Freak, Alex. Das ist unsere Bestimmung. Alex! Er hat seinen Frieden gefunden. Heute Morgen wurde Susan Muller ermordet, aufgefunden. Wer immer das war, hat sich viel Arbeit gemacht. Du hast es getan. War Nigel Colby verdächtig im Fall von Susan Muller? Wir ermitteln wegen des Todes von Nigel Colby. Ein 17-jähriger, verwöhnter, reicher Klugscheißer. Du musst für mich feststellen, dass er schuldig ist. Ich habe nichts gehört, was ihn zum Mörder macht. Du hast ihn ohne handfeste Beweise angeklagt. Du hast dir ein Bein gestellt und jetzt willst du, dass ich dir wieder aufhelfe. Ist vielleicht was für die Karriere? Die Erziehung von Alex war stets einwandfrei. Und wo steht der Junge jetzt? Nigel hat mir eine Falle gestellt. Er hat es so gedreht, damit ich als Täter dastehe. Er will dich auf eine falsche Fährte locken, Sir. Es gibt hier keine Verschwörung. Ich hab das nicht getan. Nigel hat abgedrückt. Nimm deine verfluchten Hände von das reicht! Sie wissen, dass ich das nicht war! Hände weg! Ah! Sag es mir! Was? Komm mir nicht zu nahe! Bleib, wo du bist! Tu es! Sollte ich wirklich schuldig sein, dann nur, weil ich Nigel zu nah rangelassen habe?